Ja, die Arbeit heißt meine Chefs, wir Chefs. Und ich habe Personen im einen Viertel oder um die einen Straße, in den Geschäften, aber auch eben auf der Straße, gefragt nach dem Verhältnis zu ihren Chefs. Und damit es nicht so diese klassische Interviewsituation wird, habe ich sie gebeten, mir ihren Chef oder ihre Chefin zu zeichnen. Was natürlich ganz merkwürdige Charaktere sozusagen hervorbringt, auf was Leute aufmerksam sind bei so Vorgesetzten oder bei mächtigen Personen. Und die Zeichnungen von den Personen habe ich überarbeitet mit Collagenteilen von mir, die Forderungen, wofür sich diese Personen als Chefinnen oder Chefs einsetzen würden, sozusagen ergänzen. Zu den Zeichnungen gibt es aber noch die zweite, also sozusagen eine Parallele. Das sind die Fotos, wiederum von anderen Personen, die ich gebeten habe, kurz in die Rolle eines Chefs und einer Chefin zu versetzen, und habe immer eine Krawatte mit mir getragen, die ich ihnen umgebunden habe, und so einem ganz klassischen und sagen wir konservativen Bild von einem Vorgesetzten zu entsprechen und eine Pose sozusagen aufzusetzen, die sie aufsetzen würden als Vorgesetzte.